Vielen Dank an die Firma VD, die mir den hier vorgestellten Schlafsack kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. Wenn man mich fragen würde, Saki, nach welchen Ausrüstungsempfehlungen wirst du am allerhäufigsten gefragt, dann müsste ich antworten, an erster Stelle nach einem guten, günstigen Anfängermesser und an zweiter Stelle nach einem guten, günstigen Anfängerschlafsack. Messer aus diesem Bereich habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es endlich soweit. Heute möchte ich euch auch einen Schlafsack aus diesem Bereich vorstellen. Ich wurde schon ganz, ganz häufig danach gefragt und musste immer antworten, sorry, ich suche schon eine ganze Weile, ich teste schon eine ganze Weile, aber das optimale Produkt für diesen Bereich habe ich noch nicht gefunden. Bitte warte noch ein bisschen. Aber jetzt nach langen Recherchen ist es endlich soweit und ich kann euch auch einen Schlafsack für diesen Bereich vorstellen. Und vielleicht ist der ja was für euch. Und es handelt sich um den VD Sioux 100. Ja, bei diesen ganzen Nachfragen, die ich bekommen habe, habe ich ganz oft auch dazu geschrieben bekommen, wie man sich diesen Schlafsack vorstellt, was der am besten alles können soll. Und nachdem ich das alles mal zusammengefasst habe, bin ich auf vier Hauptpunkte gekommen. Und demnach wollen die meisten von euch einen Schlafsack, der erstens für möglichst jeden Temperaturbereich geeignet ist, der zweitens sehr klein zu verpacken ist, der drittens am besten unter einem Kilo Gewicht hat und viertens soll der Schlafsack auch noch ja, möglichst gar nichts kosten. Quasi so eine eierlegende Wollmilchsau unter den Schlafsäcken. Ich weiß nicht, ob du die Redewendung eierlegende Wollmilchsau schon mal gehört hast. Einfach ein Schlafsack, der in jedem Bereich der allerbeste ist. Und da muss ich den einen oder anderen von euch schon mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. So etwas gibt es nicht. So etwas gibt es nicht bei Schlafsäcken und so etwas gibt es auch nicht bei irgendwelchen anderen Produkten. Es gibt kein Produkt, das in jedwedem Bereich das allerbeste ist. Tja, und dementsprechend war es gar nicht so einfach für mich, eine schöne Empfehlung zu finden. Denn erstens musste der Schlafsack erstmal mich überzeugen und zweitens sollte er euren Wünschen so nah wie möglich kommen. Und ich bin ziemlich froh, nach langen Recherchen da endlich was gefunden zu haben mit dem Sioux. Und was auch noch besonders ist, mit dem Sioux von VD stelle ich euch nicht nur einen Schlafsack vor, sondern viele Schlafsäcke, quasi eine ganze Schlafsackreihe, nämlich die Sioux Schlafsackreihe von VD. Und ich bin mir sicher, dass dementsprechend nicht nur für den Anfänger was dabei ist, sondern auch für den ein oder anderen Fortgeschrittenen. Das hier ist der VD Sioux 100. Dann gibt es weiterhin aber auch noch den Sioux 400, den 800 und den Sioux 1000. Und allein an den Modellbezeichnungen kann man schon feststellen, dass der 100 wohl in irgendeinem Bereich der kleinste sein muss. Und hier geht es in allererster Linie um die Temperaturangaben, also die Außentemperaturen, wo der Schlafsack geeignet ist. Umso höher die Modellbezeichnung, für umso kühlere Temperaturen ist der Schlafsack geeignet. Der VD Sioux 1000 ist also für kühlere Außentemperaturen geeignet als der 800, der 800 für kühlere als der 400 und der 400 für kühlere als der 100 hier. Und hier kommt jetzt meine allererste Empfehlung für den Bushcraft Anfänger. Ich empfehle, dass Bushcraft Anfänger nicht bei Temperaturen unterhalb 8 bis 10 Grad draußen übernachten sollten. Kühlere Temperaturen sind meiner Meinung nach Fortgeschrittenen vorbehalten. Wenn der Wetterbericht also sagt, dass es in der nächsten Nacht nachts unterhalb von 8 bis 10 Grad ist, dann bleibt der Anfänger bitte zu Hause. Ich weiß, dass das nicht die Meinung von allen ist, dass viele das anders sehen, dass einigen diese Meinung nicht gefallen wird. Aber das ist meine Meinung und meine Empfehlung. Ansonsten wird ganz vielen Bushcraft-Anfängern ganz schnell die Lust am Draußenschlafen vergehen. Und daher jetzt auch der Sioux 100, das kleinste Modell in der Modellreihe, meine Empfehlung für den Anfänger, denn er besitzt folgende Temperaturangaben. Komforttemperatur 14 Grad, Limittemperatur 10 Grad und Extremtemperatur minus 2 Grad. Von den Temperaturangaben also für den Temperaturbereich geeignet, den ich empfohlen habe. Und da er der kleinste aus der Modellreihe ist, besitzt er automatisch noch ein paar andere Vorteile. Erstens, er ist der kleinste im Packmaß. Jetzt ist er gerade relativ locker hier in seinem Packsack, den kann man noch viel weiter komprimieren, das zeige ich nachher. Zweitens, er ist der leichteste aus der Reihe. Der Sioux 100 wiegt gerade mal 900 Gramm, unter einem Kilo. Und drittens, er ist der günstigste. Bevor ich ihn euch jetzt aber ein bisschen genauer vorstelle, würde ich dem Anfänger gerne noch ein paar wichtige Infos mit auf den Weg geben, was diese Temperaturangaben angeht, die bei jedem Schlafsack angegeben sind. Komfort, Limit und Extrem.
Denn es ist total wichtig, sich vor einem Schlafsackkauf ein bisschen damit zu beschäftigen. Man muss wissen, was die bedeuten. Und selbst fortgeschrittene Bushcrafter wissen oft nicht genau, was die bedeuten. Bei diesem Schlafsack habe ich eben gerade gesagt, Komfort 14 Grad, Limit 10 Grad und Extrem minus 2 Grad. Und wenn das gelesen wird, dann denken ganz viele, aha, mit diesem Schlafsack hier kann ich also bis zu Temperaturen von minus 2 Grad locker draußen schlafen. Und genau das ist ein Riesenirrtum. Und ich erkläre euch jetzt mal, was diese Temperaturangaben wirklich bedeuten. Fangen wir an mit Komfort. Komfort bedeutet schlafen ohne frieren. Bei dieser Temperatur kann man in Unterwäsche im Schlafsack liegen und wird temperaturmäßig eine sehr angenehme Nacht verbringen. Der Komfortbereich, in diesem Fall also plus 14 Grad, sollte immer der Hauptanwendungsbereich eines Schlafsacks sein. Wer sich einen solchen Schlafsack kauft, der sollte also der Meinung sein, ich schlafe hauptsächlich bei Temperaturen von plus 14 Grad und mehr draußen. Und wenn es mal kühler wird, dann bei mir wahrscheinlich niemals unter plus 10 Grad. Dann wäre der Schlafsack das Richtige für dich. Kommen wir zu Limit. Limit bedeutet, dass empfindliche Personen schon anfangen können zu frösteln. Sie können aber noch gefahrlos im Schlafsack übernachten. Wenn ich persönlich auf meinen Touren rausgehe und im Schlafsack übernachten will, dann achte ich darauf, dass die Limittemperatur des Schlafsacks ungefähr mit der Nachttemperatur übereinstimmt. Dann wird es natürlich etwas kühler, aber dafür schlafe ich nicht in Unterwäsche, sondern ich lasse dann die Hose an, lasse einen Pullover an und eventuell ziehe ich dann sogar extra noch eine Jacke im Schlafsack an und dann geht das ganz gut. Das ist allerdings fürs Bushcraften geeignet, das ist nichts für Leute, die gemütlich und luxuriös campen wollen. Zum Verständnis ist aber noch sehr, sehr wichtig, das gilt nicht für den gesamten Bereich zwischen Extrem und Limit, sondern rein für den genannten Limitwert, also plus 10 Grad und vielleicht so 1 bis 2 Grad darunter. Für den Anfänger bedeutet das, wenn du in diesem Schlafsack eine Nacht verbringst mit plus 8 Grad Außentemperatur, dann gehört schon eine dicke Jacke mit in den Schlafsack. Kommen wir zu Extrem, in diesem Fall hier minus 2 Grad. Wie gesagt, bedeutet das nicht, dass man in einem solchen Schlafsack problemlos bis zu Temperaturen von minus 2 Grad schlafen kann, sondern das Wort extrem wird hier nicht ohne Grund genannt. Extrem im Temperaturbereich bedeutet Survival, Überlebenssituation. Im Temperaturbereich zwischen Limit und Extrem muss man bereits mit ersten gesundheitlichen Folgen rechnen. Das ist ganz wichtig, dass das verstanden wird. Im Temperaturbereich zwischen Limit und Extrem wirst du bitterlich frieren. Das steht fest. Hier kann man sich nur etwas mehr behelfen, indem man Inlays für den Schlafsack verwendet, indem man Thermounterwäsche verwendet, dicke Kleidung trägt und so weiter. Die unterste Temperaturangabe, also extrem, gilt als minimale Überlebenstemperatur. Temperaturen darunter können erfrieren bedeuten. Das sind wichtige Dinge, die viele nicht wissen. Und dann kauft sich jemand zum Beispiel einen Schlafsack wie den Sioux 100, der ja bis minus 2 Grad funktioniert, und wundert sich, dass er in Unterwäsche im Schlafsack liegt bei plus 8 Grad und bitterlich friert. Und dann ist man natürlich nicht selber schuld, sondern der Schlafsack ist Mist. Was man auch noch bedenken muss, ist, jeder von uns hat ein unterschiedliches Wärme- und Kälteempfinden. Und wenn du von dir weißt, dass du so ein kleiner Frösteköttel bist, der immer ganz schnell friert, dann empfiehlt es sich, immer einen Schlafsack zu kaufen für kühlere Temperaturen als die Temperaturen, bei denen man eigentlich draußen schlafen möchte. So, jetzt aber genug Grundwissen. Jetzt wollen wir uns den Sioux 100 mal ein bisschen genauer angucken. Locker in den Packsack gerollt ist er ungefähr 30 cm lang und so circa 20 cm im Durchmesser, ein bisschen weniger. Aber der Packsack ist gleichzeitig auch noch ein Kompressionssack und man kriegt den Schlafsack noch deutlich kleiner verpackt. Dafür gibt es hier so eine zweite Kordel an der Seite und dann kann man das Ganze noch viel weiter zusammendrücken und dann diese zweite Kordel zusammenziehen und dann ist er noch viel, viel kleiner im Rucksack. So, dann packen wir ihn mal aus. Es handelt sich beim Sioux um einen sogenannten Kunstfaserschlafsack, also einen Schlafsack mit Kunstfaserfüllung. Kunstfaserschlafsäcke haben ein paar Vorteile gegenüber Daunenschlafsäcken. Sie nehmen weniger Feuchtigkeit auf, sie trocknen wieder schneller und sie wärmen auch im feuchten Zustand noch recht gut, wichtig fürs Bushcraften. Natürlich haben auch Daunenschlafsäcke ihre Vorzüge.
Vergleichbare Schlafsäcke sind meistens deutlich leichter, kleiner verpackbar und die Isolierung ist immer ein klein bisschen besser. Aber dafür brauchen Down-Schlafsäcke wieder viel mehr Pflege als so ein Kunstfaserschlafsack. Zum Beispiel auch die Lagerung. Ein Down-Schlafsack muss zwingend offen gelagert werden, damit die Daunen sich vernünftig entfalten können, nicht zusammengedrückt werden und dann zusammengedrückt bleiben später. Da reicht es nicht, was man oftmals sieht, wenn so ein Down-Schlafsack, Packsack einfach geöffnet wird und der Down-Schlafsack da so ein paar Zentimeter rausgezogen wird. Ein Down-Schlafsack muss offen gelagert werden, am besten irgendwie hängend über dem Bügel oder sowas. Das ist bei so einem Kunstfaserschlafsack nicht ganz so wichtig, daher auch hier meine Empfehlung Kunstfaser für den Anfänger. Die Kunstfaserfüllung des Siux besteht aus Sensofibermikrofaser, die Körperwärme des Schläfers reflektiert. Die Schlafsackform nennt sich Mumienform oder Mumienschlafsack. Das ist die perfekte Form für den Bushcrafter, denn sie bietet den besten Kompromiss zwischen Gewicht, Packmaß und Isolation. Der Schnitt ist dabei an die Konturen des Menschen angepasst, sodass kaum unausgefüllter Raum vorhanden ist, der dann erst aufwendig gewärmt werden muss. Das Außenmaterial ist ein 50D300T Ripstop Polyester, ein robuster, wind- und wasserabweisender Stoff. Die Farbe sollte den meisten Outdoor-Freunden ebenfalls zusagen, sie ist unauffällig und sieht nicht so schnell schmutzig aus. Für diejenigen, die es gerne etwas bunter mögen, gibt es noch weitere Farben. Alle Siux-Modelle kann man auch in den Farben Black, Chili und Kingfisher kaufen. Der Reißverschluss bei meinem Modell hier sitzt auf der linken Seite. Alle Siux-Modelle sind mit einem Reißverschluss links oder mit einem Reißverschluss rechts zu bekommen. Ja, was kann man einem Anfänger hier empfehlen? Das ist total unterschiedlich und Geschmackssache. Vielleicht bedenkst du, dass du Seitenschläfer bist und gerne auf einer bestimmten Seite schläfst. Und da mögen es viele Leute nicht, auf dem Reißverschluss zu schlafen, weil das drücken könnte. Andere wiederum wollen mit Absicht auf dem Reißverschluss schlafen, denn Reißverschluss kann auch immer eine Kältebrücke sein. Und wenn sie auf dem Reißverschluss schlafen, dann ist die Gefahr geringer, dass kühle Luft von außen in den Schlafsack kommt. Dann gibt es Leute, die schlafen gerne mit offenem Schlafsack und auf der Seite. Und da sollte man darauf achten, dass der Reißverschluss dann unten ist, denn wenn er oben wäre, würde er runterrutschen. Und so kann man auch als Seitenschläfer zugedeckt bleiben. Vielleicht achtest du darauf, auf welcher Seite der Eingang von deinem Zelt oder deinem Biwaksack ist, damit du leichter in den Schlafsack kommst und wieder heraus. Pärchen nehmen gerne einen Schlafsack rechts, einen Schlafsack links, dann kann man beim Einschlafen besser Händchen halten. Und so weiter und so weiter. Wenn du gar nicht weißt, was du tun sollst, dann soll dir so der Grundtipp gegeben. Rechtshänder tun sich meist einfacher mit einem Reißverschluss auf der linken Seite und Linkshänder tun sich meist einfacher mit einem Reißverschluss auf der rechten Seite. Apropos Reißverschlüsse, die sollte man bei Schlafsäcken immer vorsichtig und langsam bedienen, weil sich sonst ganz schnell Stoff im Reißverschluss verklemmt und der ist dann schwer wieder rauszubekommen. Das ist aber bei allen Schlafsäcken so. Vor dem Reißverschluss des Siux sitzt von innen eine solche Abdeckung hier, die Kältebrücken verhindern soll. So, dann lege ich mich mal hinein. Das Innenmaterial fühlt sich sehr angenehm an. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt bei der Auswahl eines Schlafsacks. Und der Schnitt ist auch hervorragend. Es gibt keine zu großen Bereiche, die erst aufwendig vom Körper aufgewärmt werden müssen. Denn der Schlafsack selber wärmt den Körper ja nicht, sondern der Körper produziert die Wärme und der Schlafsack hat die Aufgabe, diese Wärme am Körper zu halten. Er ist breit genug geschnitten. Ich bin ja auch nicht gerade schmal im Schulterbereich. Und auch für größere Personen ist die Länge ordentlich. Zu den Daten komme ich aber nachher noch. Man fühlt sich also nicht wie so eine Sardine in der Konservendose. Andersherum gibt es aber auch keine zu großen Freibereiche, was wiederum schlecht für die Isolation wäre. Unterhalb des Kopfteils gibt es noch einen Wärmekragen, der verhindert, dass die aufgewärmte Luft aus dem Schlafsack nach oben entweicht. Und das ist eine richtig prima Sache, wenn es mal richtig kalt wird. Dann kann man nämlich innen den Wärmekragen mit zwei Druckknöpfen zuknöpfen. Und dann gibt es hier seitlich eine einzelne Kordel und damit kann man ihn zuziehen. Und damit zieht man ihn dann um den Hals herum vorsichtig zu und dann kann keine warme Luft aus dem Schlafsackinneren nach oben entweichen. Und wenn auch die Ohren mit kalt werden, dann packt man den Kopf schön hier in diese Konturkapuze und auch die kann man mit einer Kordel rund ums Gesicht schön zuziehen. So, und ich habe ja gesagt, dass ich euch nicht nur einen Schlafsack vorstelle, sondern quasi eine ganze Modellreihe. Ich habe sie vorhin schon mal genannt. Und das finde ich bei der Siux-Modellreihe von Vaudet richtig gut. Es ist derselbe Schlafsack, aber je nach persönlichen Wünschen, Kälteempfinden oder Vorhaben kann man sich das passende Modell aussuchen. Wie gesagt, ist der Siux 100 quasi das Einsteigermodell. Er ist ein typischer 3-Jahreszeiten-Schlafsack für nicht so ganz kühle Temperaturen.
Mit einem Gewicht von nur 900 Gramm kann er prima auch in kleineren Rucksäcken mitgenommen werden. Und auch preislich dürfte er Anfänger ansprechen. Der Neupreis liegt nämlich bei etwa 60 Euro. Für diese Daten ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Diejenigen, die das Einsatzgebiet etwas vergrößern möchten oder diejenigen, die sehr leicht frieren, finden vielleicht im Sioux 400 dann den richtigen Einsteigerschlafsack. Die etwas bessere Isolation schlägt sich aber auch leicht im höheren Gewicht nieder und preislich liegt er bei etwa 70 Euro. Ab dem Sioux 800 kann man dann von einem 4-Jahreszeiten-Schlafsack sprechen, obwohl der 800er für den Sommer meistens schon zu warm sein wird. Fortgeschrittene können ihn bei deutlich tieferen Temperaturen verwenden, müssen dafür dann aber auch 500 Gramm mehr Gewicht tragen. Trotz allem wiegt dieser Schlafsack noch deutlich unter 2 Kilo. Und mit entsprechender Kleidung und einem Inlet kann sein Einsatzgebiet natürlich noch erweitert werden. Preislich liegt der Sioux 800 bei etwa 80 Euro. Und noch eine Besonderheit, es gibt den 800er auch in einer kurzen Version für kleinere Personen und in einer XL-Version für größere Personen, die auch etwas mehr Schlafsackbreite benötigen. Der Sioux 1000 ist das Topmodell der Reihe. Er wiegt 1850 Gramm, besitzt aber auch die tiefsten Temperaturangaben dieser Reihe. Auch hier kann der Einsatzbereich mit passender Kleidung oder einem Inlet natürlich noch etwas erweitert werden. Der Sioux 1000 liegt preislich bei etwa 100 Euro und das ist wirklich ein Spitzenpreis für das, was man hier bekommt. Das sind doch gute Daten. Zum Abschluss möchte ich aber noch einen anderen Hinweis geben, nämlich die Tatsache, die ebenfalls nicht so bekannt ist, dass es nicht allein reicht, sich einen guten, hochwertigen Schlafsack für draußen zu kaufen, damit man nicht friert, sondern ebenso wichtig ist es auch, eine gute Matratze zu haben. In modernen Schlafsäcken ist man immer relativ gut vor dem Wind geschützt. Die meiste Körperwärme verliert man jedoch durch die Bodenkälte. Und gegen die kann man sich nur durch eine gute, hochwertige Matratze schützen. So, das war meine Empfehlung für all diejenigen, die mich immer gefragt haben, Mensch, Saki, kannst du uns nicht auch mal einen guten Anfängerschlafsack empfehlen? Und ich bin froh, dass ich auf die Sioux-Modellreihe von Vaudet gekommen bin, denn da wird nicht nur der Anfänger, sondern auch der ein oder andere Fortgeschrittene mit Sicherheit das richtige Schlafsackmodell für sich finden. Je nach persönlichen Wünschen, Einsatzgebiet oder Kälteempfinden. Und was ich noch überhaupt nicht gesagt habe, ich finde, die sehen auch noch total rattenscharf aus. Macht's gut! Vielen Dank an die Firma VD, die mir den hier vorgestellten Schlafsack kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.